Ausrechnen sieht man auch nicht. Ich lese dir nun die aktuellsten News vor. Du wirst die Quelle nachher erfahren. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, lästerisch, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Das war aus der Bibel, dem Wort Gottes, aus 2. Timotheus Kapitel 3. Der Niedergang, der geistige Niedergang in den letzten Tagen. Was meinst du, wie aktuell ist dies? Dieser Brief wurde vor etwa 2000 Jahren geschrieben. Ja. Es ist hochaktuell, weil es um unsere Zeit geht, um die Endzeit. Was bedeutet nun Endzeit? Das sind keine apokalyptischen, zuerst einmal nicht so apokalyptische Sachen, wie du das in den Filmen siehst, sondern Gott hat seinen perfekten Gericht in eine Welt, in die Welt, die er erschaffen hat, in die er selber gekommen ist, wo man ihn abgelehnt hat und heute noch ablehnt. Ja, über das Vergnügen der Welt kann man reden, den ganzen Tag. Fußball, Bier, Autos, die Arbeit selbst, Essen, Gesundheit, ja, über dies alles kann man reden. Wenn du sagst, Jesus, wenn du sagst, Kreuz, wenn du sagst, Bibel, ab da scheiden sich die Geister. Wieso echt? Wieso ist es in solch einer Torheit? Die Bibel sagt ganz klar, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Denen, die glauben, ist es Gottes Kraft. Diejenigen, die an das Erlösungswerk am Kreuz glauben, ihre Schuld bekennen und davon ablassen, ja, die sind Söhne Gottes. Die werden Kinder Gottes. Du bist jetzt gerade nur ein Geschöpf Gottes. Du bist extrem wertvoll, extrem kostbar. Aber du gehst im Moment auf einer falschen Bahn. Die Bibel nennt dies den breiten Weg. Du musst auf den schmalen Weg kommen. Dieser Weg ist nur für die Erlösten. Wie wirst du erlöst? Von was musst du erlöst werden? Du bist schuldig vor Gott. Und jetzt gerade wird in dein Leben gerufen, durch mich zu dir. Ja, ich bin ein Kind Gottes. Ich war mal nur ein Geschöpf Gottes, ja, ging auf der falschen Bahn, hab alles getan, was die Welt auch macht. Aber ich durfte mich entscheiden, wie du das auch darfst. Es ist eine freiwillige Sache. Das Problem ist, das ist eines der überhaupt allerwichtigsten Entscheidungen, die du treffen musst, weil wenn du denjenigen ablehnst, der für dich deine Sünden bezahlt hat am Kreuz, dann wirst du dafür selber bezahlen müssen in alle Ewigkeit, weil du dafür nie bezahlen kannst. Nun aber zu unserem Bibelabschnitt, den ich gelesen habe. Wenn du solche Sachen liest, und es ist für diese Zeit, die wir jetzt gerade sind, bedeutet dies für die Welt, dass es immer schlimmer wird. Das, was wir jetzt gerade erleben mit dem Coronavirus, mit dem verbunden ist alles andere auch. Das sind die Tsunamis, das sind die Erdbeben, Vulkanausbrüche, Anarchie, Bürgerkrieg, Krieg im Allgemeinen, ja. Schrecknisse über Schrecknisse, ja.
Die Menschen achten nur auf sich. Das Herz ist erkaltet. Willst du es verleugnen, dass die Herzen erkaltet sind? Ja? Die Menschen hassen sich doch jetzt gerade. Anstatt einander zu helfen, hassen sie doch, oder? Weshalb ist das so? Wieso ist das so? Weil die Liebe, die in ihrem Herzen ist, nur für sich ist. Ja? Selbstliebend. Ja? Gierig. Willst du verleugnen, dass der Mensch gierig ist? Ja? Der Mensch geht automatisch den falschen Weg. Weil ohne Gott gehst du in die Irre. Unser Herr Jesus Christus hat gesagt, dass er der gute Hirte ist. Er möchte dich leiten auf diese Bahn, wenn er dir vorbereitet hat. Die Frage ist natürlich, ob du das annimmst, sein Gnadenangebot. Ja, jetzt gerade ist die Gnadenzeit. Es sieht sehr schrecklich aus auf der Welt. Das war vorher nur minimal besser. Ja? Eigentlich kaum. Schlimmer ist es nur geworden, weil die Population um Vielfaches höher ist. Ja? Vielfaches. Und dazu kommt natürlich, dass jeder Einzelne nun die 1968er Revolution auslebt. Ja? Die Hippie-Zeit hat nicht aufgehört, du lebst da drin, du lebst es sogar aus. Ja? Jeder darf doch tun, was er will. Jeder darf doch sagen, wie er will, machen, was er will. Man kann auch Gesetze machen, die man gar nicht machen dürfte, wo es vor 80, 90 Jahren, für das kämpftest du ins Gefängnis. Heutzutage ist es verboten, darüber auch nur irgendwie ein Urteil zu sprechen. Das sind Sachen, die die Bibel ganz klar sagt, dass es die Endzeit ist. Und der Herr Jesus Christus seine Kinder nach Hause holt. Ja? Dann, wenn es keine andere meint, wie in einer solchen Situation, wie du jetzt hast. Ja? Die Menschen denken, sie sind jetzt in Ruhe und Frieden, ja, sicher. Sie haben ja jetzt genügend Essen. Sie haben alles im Über- und Übermaß. Ist doch egal, wenn die anderen an der Grenze draußen bleiben, irgendwelchen Lagern dahin siechen. Das ist demjenigen egal, der alles gebunkert hat. Ist das eine Lüge? Prüfe mal nach in deinem eigenen Herzen und prüfe nach, was du die letzte Zeit alles so gesehen hast, was die Menschen sich antun und den anderen antun und sagen und verspotten und zerschlagen, ja, nur wegen der Habsucht in ihrem Herzen. Ja, sie kämpfen sich um Papier, Klopapier, Speis und Trank, um dies kämpfen sie. Ja, interessant. Wäre es so wie zu den Zeiten, wo die spanische Grippe über Europa kam, wie wäre dann der Zustand dann gewesen? Was meinst du, wenn jeder vierte Europäer sterben wird? Der Herr ruft in die Welt. Und zwar diesmal auf eine Art und Weise, dass es jeder Einzelne, dass jeder Einzelne auf dem gleichen Niveau kommt, ja, still sitzt und erkennt, dass der Herr Gott ist. Ja. Erkennst du dies? Jetzt sind stille Momente. Was meinst du, wie lange wird dies noch so still sein? Was ist deine Meinung? Wenn du ein bisschen die Weltgeschichte betrachtest und allgemein alles andere auch, alles zusammengezählt, würde ich sagen, ist die Ruhe vor dem Sturm. Ja? Wie lange geht das noch? Der Herr kann auch so rufen, dass die ganze Welt auf einmal bebt. Das ist eigentlich auch am Geschehen. Es ist permanent ein Erdbeben auf der Welt. Entscheide in deinem Herzen. Überlege in deinem Herzen, meine ich damit. Überlege in deinem Herzen, wozu bist du auf der Welt? Ja? Warum geschieht genau dies jetzt? Das müsstest du in deinem Herzen mal überlegen. Genau. Die Zeit, die du auf der Welt bist, diese Zeit hast du
um den Herrn Jesus Christus zu finden. Und dein Leben wird gerufen. Viele hören den Ruf und winken damit ab. Andere hören es nur so nebenbei, winken trotzdem ab. Andere nehmen es an, aber kommen nie zur Wiedergeburt, was die Bibel verlangt. Und dies geschieht nur, wenn du von deinem eigenen Wege abkehrst. Bewusst, ja, bewusst abkehrst und zum Herrn Jesus Christus dich zuwendest. Und das wünsche ich mir für dich. Diese Zeit, die wir jetzt haben, die ist extrem kostbar. Denke ja nicht, dass das monatelang so bleibt. Das wird abrupt sich verschlimmern und da wirst du, das wird schlimm für dich. Das wird schlimm für dich, der du ohne den Herrn bist. Es ist nicht mehr viel Zeit, wie lange es auch dauert. Es ist nicht mehr viel Zeit. Es bleibt nicht alles so, wie es jetzt gerade ist. Das kann dir jeder Einzelne bestätigen und solltest es selber auch verstanden haben. Und es gibt noch eine andere Sache. Du bist in Lebensgefahr. Wenn du heute stirbst, ohne den Herrn Jesus Christus hier in dein Leben eingeladen zu haben, ohne deine Sünden bekannt zu haben, dass du Vergebung auch bekommst, wirst du am falschen Ort aufwachen. Das ist eine hundertprozentige Garantie. Weshalb erzähle ich dir das? Vor sieben Jahren hätte ich mit dir andere Sachen besprochen, die dich sehr erschreckt hätten. Ja, ich war ein abgrundtief böser Mensch. Ja, ich war ein sehr schlimmer Mensch, sehr böser, finsterer Mensch. Ich bin von allem befreit. Von allem befreit, weil der Herr mich frei gemacht hat. Ja. Willst du auch frei werden? Denn jetzt gerade bist du ein Gefangener vom Feind, der besiegt wurde am Kreuz. Ja, unser Herr Jesus Christus hat den Teufel besiegt. Du bist jetzt gerade Sklave vom besiegten Feind. Sklave vom besiegten Feind. Das sollte in deinen Ohren mal aufheulen. Ja? Werde frei. Komme zu dem, der dich frei machen kann. Du hast heute die Chance dazu. Für dich gibt es vielleicht keinen Morgen. Wenn du heute stirbst, wachst du am falschen Ort auf. Ja, die Zeit ist nah. Die Bibel ist hochaktuell. Es ist keine antike, verstaubte Schrift, die man mal auf die Seite legt und ja, da passiert doch eh nichts. Es ist am Geschehen. Und die Zeit läuft. Ja. Wie reagierst du nun auf dies, was hier geschieht auf der Welt? Das ist vorher nie geschehen. Ich arbeite den ganzen Tag mit Personen, die das Ganze nicht kapieren. Ja, sie haben Angst vor einem 30 Mikron großen Virus, wie du auch wahrscheinlich, ja, soweit ich weiß, ist 30 Mikron groß, ist ja auch egal, aber vor Gott, nach Gott fragt kein einziger, nicht einer, glaub mir, ich habe Gespräche gehalten, nicht einer, da wird nichts gefragt, was muss Gott noch tun? Ja, was meinst du, was muss noch geschehen? Der Herr kann alles tun, ja, und wird noch vieles tun, aber das sind wir, seine Kinder, schon weg. Diejenigen, die dann hier sind, die sind arm dran, ja, und mit arm dran meine ich, diejenigen, die den Herrn verneint haben, die haben keine weitere Chance, ja. Für diejenigen geht es dann schlussendlich in den ewigen Feuersee, wo sie für immer verbrennen, für ihre Sünden selber bezahlen. Willst du zu denen gehören, die in Schmach und Schande aufstehen vor das Gerichtsthron? Was meinst du? Jetzt gerade wurde dir ganz klar aufgezeigt, in was für einer Zeit wir leben, was für einen Weg du gehst, welchen Weg du gehen musst, wie das geschieht, ja, was der Herr verlangt. Du weißt, dies alles ist. Das, was du hören musst. Nichts anderes. Keine Verschwörungen, keine Mythen, ja, keine Theorien, sondern das ist die Wahrheit.
Gott selber ruft in die Welt. Und das macht er schon vielmal. Ja? Was meinst du, wie oft wird noch gerufen? So etwas wie jetzt hat es noch nie gegeben. Ja? Was danach kommt, kommt bald. Und das wird schrecklich. Wie lange es auch noch geht. Du kannst sicher sein, es wird nicht jahrelang so weitergehen mit dieser Krise. Ja? Spätestens in ein paar Monaten ist alles pleite. Ja? Alles auf dem ganzen Erdkreis geht kaputt. 1,3 Milliarden Inder sind jetzt gerade eingesperrt. Was meinst du, ist das normal? Das ist jeder siebte Person auf der Welt, bist du dir da im Klaren. Und die anderen Milliarden sind im gleichen Zustand. Und es geht auch in diese Richtung, dass sie eingesperrt werden, wochenlang. Was meinst du, was kommt noch? Zähle das mal zusammen. Und du wirst die Antwort dann erhalten. Schrecklich ist es für dich, dass du ohne den Herrn bist. Wenn du mit dem Herrn bist, ist völlig egal, was noch kommt. Ja, völlig egal. Wenn ich auch jetzt sterben würde, ich bin beim Herrn. Ich weiß es. Aber du wirst Rechenschaft nicht mal abgeben können vor dem Gerichtsthron, sondern wirst einfach gerichtet und dann in den Feuersee geworfen, schlussendlich. Das ist dann dein Ende. Ja. Ich wünsche mir vom Herzensgrunde auf, dass du, wenn du dies überhaupt bis jetzt gehört hast, dich entscheidest, umzukehren und Buße zu tun. Wie das geht, übergib dein Leben dem Herrn Jesus Christus. Werde frei. Ja? Dazu musst du zu ihm kommen. Der Herr umgibt uns allesamt. Er sieht und hört alles, und zwar vom Herzen. Ja? Der Herr schaut aufs Herz. Und da kommt all das Böse des Menschen. Ja? Komme zum Herrn, solange du kannst. Werde frei. Werde sein Kind. Es gibt ein zu spät, das kann ich dir sagen. Wenn du jetzt Nein sagst, wirst du vielleicht keine andere Chance mehr bekommen. Das kann sein. Wenn der Herr ruft 2 bis 3 Mal in das Leben von jedem Einzelnen. Ja. Das wünsche ich mir vom Herzen, dass du sein Kind wirst. Bei jedweder Frage, jedweder Hilfe wirst du bekommen, so Gott will und erlaubt. Ich bin da. Kommentarfeld ist offen. Amen.